Auch das hier finde ich halt eine schöne Aufgabe, indem man mal sich mit Raumladungsdichten auseinandersetzt und was die eigentlich bewirken. Hier sieht es ja schrecklich aus. So. Dann haben wir einen Kugelkondensator mit geschichteter Füllung. Die innere Kugel liegt auf dem Potential U0, die äußere auf 0. Also wie ist das gemeint hier? Das, das und das ist ja das Bild gewesen. Das hier ist der Innenleiter. Hier außen haben wir die Gegenelektrode dazu, die natürlich ein bisschen glatter ist, als ich das hier zeichne. Hoffentlich, ne? So, das Ding hat irgendwie, wir haben verschiedene Radien, die einfach mal unten drunter nur geschrieben sind. So, das ist RI. Dann haben wir, dann haben wir hier RD, RD und hier haben wir RA. Eine ähnliche Aufgabe hatten wir schon gerechnet. Nehmen Sie einfach an, die Kugeln sind Äquipotentialflächen, metallisch oder sonst irgendetwas. Jedenfalls haben sie alle das gleiche Potential. Und das ist irgendwie, das ist ja der ganz normale Vorgang. Es ist irgendwie eine Ladung draufgekommen. Das ist übrigens die Aufgabe 4.2 oder so, ne? 4.2. Mhm. Dass das nochmal steht. Es ist irgendwie eine Ladung draufgekommen. Wir haben die Kugelsymmetrie nach wie vor aus dem Satz. Vom Hüllenfluss wird dann 4 Pi R Quadrat mal dr, meinetwegen von R gleich Q oder das ganz übliche dr von R gleich Q durch 4 Pi R Quadrat oder natürlich die radiale Feldstärke, auch von R adeln wir sie, gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 1 mal 1 durch R Quadrat für RI kleiner R kleiner RD oder Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 2 mal 1 durch R Quadrat für RD kleiner R kleiner RA. So, das war das. Der Verlauf hier kriegen wir durch Integration raus. Ich habe jetzt hier ein bisschen mit den, nee, habe ich nicht, mit Integrationskonstanten meinetwegen, also der Potentialverlauf brauchen wir. Der Potentialverlauf führt zu Phi von R gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 1 mal R plus C 1 RI kleiner R kleiner RD und Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 2 mal R plus C 2 für RD kleiner R kleiner RA. Ich habe es mir jetzt einfach relativ leicht gemacht. Ich habe bloß die Stammfunktion hingeschrieben und die Integrationskonstanten dahinter gebatscht. Ne? So. Habe jetzt also das Problem, dass ich hier eigentlich drei Unbekannte habe. Ne? Q einfach angenommen, nicht bekannt. C1 und C2 ebenso auch nicht. So. Naja, dann finden wir es mal raus. Ne? Also das sind jetzt diese Cs hier, sind Integrationskonstanten, nicht Kapazitäten. Ne? Nicht, dass das hier verwechselt wird. Oder habe ich jetzt schon wieder das Falsche gesagt? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Oh, oh, das wird aber lang. Na gut. Ja, na gut. Also. Legen wir mal los mit der Bestimmung dieser ganzen Geschichte hier. Wir kriegen drei Gleichungen. Nämlich, und dann machen wir Schluss. Zunächst mal Phi von Ri gleich U0. Phi von Ra gleich 0. Und Phi von Rd stetig. Potenzial springt nicht. Also haben wir Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R1 Ri plus C1 gleich eben nicht U0, sondern nicht eben nicht 0, sondern U0. Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R Ra plus C2 gleich 0. Und Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 1 und 2 1 Rd plus C1 gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 Epsilon R 2 Rd plus C2. In Deckung gehen, jo. Wenn Sie mich so nett fragen. Eigentlich könnte ich jetzt ja schneller weitermachen, weil Sie müssen es ja gar nicht mitschreiben, Sie können es ja dann hinterher abschreiben. Das wäre mal cool. Findet außer mir keiner, oder? Echt? Montag und Dienstag sind wir 5 Stunden, oder? 8,5 Stunden. 5? Nö. Doch, wir haben immer zwei Termine hintereinander. Ja. Jeder ja. Von 8 bis 11.15 Uhr und dann nochmal von 12 bis um 13.30 Uhr. Genau. Na gut. Sie haben sich dieses Studium ausgesucht. So, an der Stelle belassen wir es, glaube ich, auch. So, machen wir das wirklich so. An der Stelle lassen wir es. Gucken wir uns an den Kugelkondensator. Aufgabe 4.3. Den möchte ich übrigens mal kurz zeigen. Das ist natürlich jetzt langweilig für die Zuschauer daheim an den Endgeräten, ne? So, im Prinzip haben wir einen Kugelkondensator, nicht nur im Prinzip, wir haben einen Kugelkondensator und da ist ein Teil mit einem Dielektrikum versehen. Das macht ja gar keinen Unterschied. Und ein Teil eben nicht. Also hier, so soll's ist es gemeint, nicht? Ein Viertel von dieser Kugel da ist gefüllt mit so einem Epsilon 2 und die drei Viertel hier sind eben nicht gefüllt mit Epsilon 2. Randeffekte können vernachlässigt werden, also selbstverständlich müssten sie eigentlich hier Feldkrümmungen haben da drin, ne, weil ja hier das tangentiale elektrische Feld konstant ist, die Normalkomponente aber irgendwie nicht. Also da kann es schon irgendwie Streufelder geben, die wir aber nicht berücksichtigen werden, weil wir es nämlich gar nicht so richtig können. So, ja gut, wie würden Sie es ansetzen?
Also eigentlich gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist einfach die Parallelschaltung von zwei Kondensatoren. Also sprich, das ist hier der C2 und das ist der C1. Und C1 ist eine Dreiviertelkugel mit Epsilon1 und C2 ist eine Einviertelkugel mit Epsilon2. So. Und das addieren wir auf und fertig. Kommt man auch parallel? Ja, weil es parallel ist. Ja, die haben die gleiche Elektrode hier, da an der Stelle und da an der Seite auch. Okay. Das sind die beiden hier, was hier nur noch Striche sind, ne, sind die beiden Elektroden. Und dazwischen haben wir dann die Kondensatoren. Also Sie können sowas auch immer zerlegen, also auch jetzt hier einen Zylinderkoordinat, also einen Geschichteten könnten Sie natürlich nicht als Parallelschaltung, sowas hier, ne, hatten wir auch schon gesehen, das könnten Sie einfach als Serienschaltung von Kondensatoren ansehen. Ne? So, Variante 2 ist die etwas more educational. Das ist die über den Hüllenfluss. Ich gehe auch mal den Weg, weil der Weg auch noch mal dazu führt, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn das elektrische Feld eigentlich aussieht und was denn eigentlich an den Randbedingungen vorliegt. Da haben wir zunächst natürlich mal die Tatsache, dass dA gleich Q ist. So, und wenn wir wirklich die radiale Symmetrie annehmen, bei oder sphärischer Symmetrie, dann haben wir nur eine radiale Komponente. Und zwar dr. Da ist nicht gesagt, dass die überall gleich sein muss, ne? Also das kann sein, und beim Kugelkondensator war das ja auch so, aber das ist hier jetzt erstmal noch gar nicht gesagt, dass die radiale Komponente über den gesamten Radius an jeder Stelle gleich sein muss. Aber es ist die einzige, die vorhanden ist. Das ist die Aussage. Ne? So, und dann haben wir für das elektrische Feld die Tatsache, dass die Spannung gleich von RI bis RA, heißen die auch wirklich so? Ja. ER mal DR ist. Da wir ein lineares isotropes Material haben, nicht, also wir haben kein irgendwie schräges Epsilon oder sowas, gilt natürlich hier, dass ER gleich DR durch Epsilon überall ist und auch das E-Feld hat nur radiale Komponente. Was jetzt erstmal hier gar nicht so entscheidend wäre bei dieser Formel, weil wenn ich tatsächlich auf einer Radiuskomponente nach außen laufe, also gerade hier nicht irgendwelche Kreuz- und Querwege nehme, sondern tatsächlich auf so einem Radius hier nach außen laufe, dann ist das ja ohnehin die einzige Komponente, die ich auch integrieren muss, nicht? Weil das die einzige ist, die auch wirklich in Richtung meines Laufweges für die Feldberechnung oder für die Spannungsberechnung sorgt. Ne? So, was haben wir noch? Wir haben, ja, was gilt für die Randbedingungen der Felder? Also zunächst mal die tangentiale elektrische Feldkomponente,
also Feldkomponenten des elektrischen Feldes, die kann nicht springen, weil wenn ich, nehmen wir mal an, wir laufen genau auf dieser Grenzschicht hier nach außen, dann ist die Spannung ja die gleiche, ne? Weil das hier ja geleitende Materialien, also Äquipotentiallinien sind. Und ob ich jetzt hier mit dem Finger langlaufe, also etwas rechts im weißen Bereich und integriere oder hier langlaufe, darf ja keinen Unterschied machen. Also abgesehen davon haben wir es auch gelernt, dass die tangentiale Komponente des elektrischen Feldes nicht springt, ne? Der elektrischen Feldstärke nicht springt. Also haben wir hier natürlich ER1 gleich ER2 gleich ER. Wir haben aber natürlich dr1 gleich Epsilon1 mal er und dr2 gleich Epsilon2 mal er. So. Und jetzt muss ich mir das hier nochmal angucken, was wir da stehen haben. Ich nehme das mal auseinander hier. Das heißt ja letztlich 1/4 der Kugeloberfläche mit dr2 und 3/4 der Kugeloberfläche mit dr1. Ne? Also würde letztlich heißen, ich male das hier mal so, da mache ich jetzt mal das Ganze nur auch unterbrochen und gestrichelt und schreibe das in Worten letztlich hin. dr2, dA kann ich gleich so ansetzen. Über die Viertelkugel mit Epsilon2 plus, das auch unterbrochen, dr1 dA mit der Dreiviertelkugel mit Epsilon1 und das soll Epsilon2 sein. Und das ergibt die ganze Ladung. Ja, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie integriere ich über Viertelkugeloberflächen. Nun, über eine ganze Kugeloberfläche integriere ich ja mit, wenn es über die Fläche, also die alles über die Fläche konstant ist, mit 4πr². Ne? Also wird zu mal 4πr² und entsprechend ist 1/4 Kugeloberfläche πr² und 3/4 Kugeloberfläche, das unterbrochene 3πr². So, dass wir jetzt bekommen mit diesem zusammengebaut hier, Pi mal r² mal Epsilon2 mal er, das ist das da, plus 3 mal Pi, weil immer 3/4 mit der 4 da dann ja genau, geht Epsilon1 ER und jetzt, nee, habe ich alles drin, mal R² gleich Q wird, ne? So, dann kann ich ausrechnen, ER ist gleich, ich muss ein bisschen umsortieren, aber eigentlich brauche ich gar nicht viel zu tun, Q durch πr² mal 3 Epsilon1 plus Epsilon2. Habe ich es richtig gemacht? Wohl.
rein geometrisch, ich habe hier nur diese. Ich sage auch, wenn man es so sieht, ist es nicht schwer. Aber nö. Wäre dann niemals draufgekommen. Niemals. Deswegen kann ich es sehen, ja. Ja, aber wenn es so sieht. Also die Elektrostatikaufgaben, die sind wirklich stur. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das alles total leicht ist, aber sie haben ein relativ stures Schema, was wir am Ende der letzten Sitzung hingeschrieben haben. Ne? Höllenfuß ansetzen, irgendwie dieses Integral hier klar kriegen, ne? Was in der Regel irgendeine Multiplikation über irgendwelche Flächen sind, die senkrecht auf die Feldkomponenten stehen. Wenn das nicht so ist, also wenn Sie da keine einfachen Flächen finden, dann können Sie die Aufgaben nicht lösen und ich aus dem Stand auch nicht. Da muss man mit Tricks da rangehen, die, also da gibt es ganz tolle Sachen, ne? Aber wenn Sie solche einfachen Flächen nicht finden, was eben entweder eine Zylindermantel in der Regel ist oder eine Kugelfläche oder einfach eine Ebene beim Plattenkondensator, nicht, dann haben Sie einfach ein Problem, weil wir Ihnen die mathematischen Methoden dafür nicht gezeigt haben. Da müssten Sie mit konformen Abbildungen oder sowas beispielsweise arbeiten. Was auch nur ein Trick ist, wie Sie aus einer zweidimensionalen Darstellung dann, die irgendwie schief koordinatenmäßig ist, irgendwas machen, was dann doch wieder rechtwinklig ist. Also gibt es, muss ich mal durchlesen, also das, da gibt es ganz, ganz grandiose Sachen. Ne? Aber kriegen wir jetzt nicht hin. Okay, so, das hier müssen wir aufintegrieren. Wenn wir das, das da, wenn wir das aufintegrieren, dann kriegen wir hier die Spannung raus. U ist gleich Q durch Pi mal 3 Epsilon 1 plus Epsilon 2 mal 1 durch Ri minus 1 durch Ra. Na, das ist einfach nur das Integral ausgeführt. Das haben wir aber auch schon ein paar Mal gemacht. Und dann kriegen wir die Kapazität raus als C gleich, mache ich immer durcheinander, Q durch U. Und das Schöne ist, dass jetzt eben das da alles nach das Q einfach rausfällt, dass alles nach oben geht. Also hier Pi mal 3 Epsilon 1 plus Epsilon 2 durch 1 durch Ri minus 1 durch Ra stehen bleibt. Und da ich keine Doppelbrüche mag und Sie natürlich auch nicht, wird es hier zu Pi mal 3 Epsilon 1 plus Epsilon 2 mal Ri Ra durch Ra minus Ri. So, und das ist gerade der Beweis, den können Sie mal selber führen. Das ist gerade auch die Parallelschaltung und das würde direkt auf Variante 1 führen. So, das ist das Ergebnis. Okay, wie groß muss die Dielektrizitätszahl des zweiten Mediums sein, damit beide Teilkondensatoren die gleiche Kapazität aufweisen? Naja, eigentlich sollen diese beiden Zahlen gleich sein hier, ne? Das ist alles, was dabei rauskommt. Also B. Schreibe ich einfach mal hier hin, das da. Soll gleich sein, also Epsilon 2 gleich 3 mal Epsilon 1. Haben wir noch eine Frage? Was ist denn jetzt eigentlich, also ich formuliere es ein bisschen um, die Aufgaben mit dem Aufgabenteil C. Was ist denn jetzt eigentlich auch der Unterschied auf dem, nehmen wir mal den inneren Leiter,
hier? Also was ist denn hier jetzt eigentlich wirklich unterschiedlich auf diesem Stück der Fläche, also bis da eigentlich, wo wir hier das Epsilon 1 haben, und diesem Stück der Fläche, wo wir das Epsilon 2 haben? Also warum haben wir da unterschiedliche wie heißen die hier? Quatsch, da waren wir da. Warum haben wir da letztlich unterschiedliche Verschiebungsflussdichten? Naja, die Antwort steckt hier drin schon wieder, ne? Weil wir unterschiedliche Ladungen, schrägstrich eigentlich Oberflächenladungsdichten auf den Materialien haben, ne? Also hier springt plötzlich die Oberflächenladungsdichte hier in dem Bereich. Und zwar genau im Verhältnis, wie die Epsilons auch springen, ne? Weil plötzlich haben wir mehr Verschiebungsflussdichte. Verschiebungsflussdichte ist eigentlich auf genau der Fläche betrachtet die Oberflächenladungsdichte. Und die springt ja dann, da steht es nochmal, die springt ja zwischen den beiden Medien, die springt auch, wenn Sie die jetzt einfach mal hier auf dem RI betrachten, da hier infinitesimal über diese leitende Fläche, springt die dann nämlich auch, und zwar genau um den Faktor hier der Verhältnisse der Epsilons, und damit haben wir auch eine andere Oberflächenladungsdichte. So, das Ergebnis steht in der Musterlösung. So, einen können wir noch gerade und dann machen wir Pause. Und dann können Sie hier sauber machen, dann können Sie nämlich besser lesen hinterher. Und ich besser schreiben. 4.4, ein Plattenkondensator mit wegabhängigem Material. Das ist jetzt was für unsere Physikerin, ne? Da kann sie nämlich mal über den Weg wirklich integrieren. Ein einfacher Plattenkondensator mit der Fläche A und dem Plattenabstand D. Ich male einfach mal das Ganze nur zweidimensional hin. Das hat die Fläche A, den Abstand D. Ist mit einem Material gefüllt, bei dem Epsilon R gleich Epsilon R1 mal 1 plus Alpha mal X durch D gilt. Epsilon R und Epsilon R ist gleich Epsilon R1 mal 1 plus Alpha mal X durch D. Heißt also, Sie haben bei X gleich 0 Epsilon R1 und bei X gleich D Epsilon R1 mal 1 plus Alpha. So, die beiden Platten liegen auf x gleich 0 und x gleich d, das ist schon so gezeichnet. Die Platten sind auf plus minus q aufgeladen, bestimmen Sie aus dem Satz des Hüllenflusses oder aus der Gleichung, naja, Divergenz d gleich rho, den Feld- und Potentialverlauf sowie die Kapazität. Randeffekte können vernachlässigt werden, da die Platten als unendlich ausgedehnt angenommen werden können. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Ach so, plus minus Q wollte ich hinschreiben. So, haben wir auch. So, gibt es irgendwelche Vorschläge?
Na, im Prinzip legen wir jetzt so eine Probefläche hier durch mal wieder. Hier zur Messung schreibt sich groß. Messung von D. Wir haben nur aufgrund der Symmetrie nur eine dx-Komponente. Und wenn wir jetzt die gesamte Fläche hier betrachten, dann muss ja bleiben dx mal a gleich q. Das ist im Prinzip das Integral schon ausgeführt, ne? So, und wegen Q gleich konstant, wegen Q konstant, es sind ja bloß die beiden Leiterflächen da, ne? Also dazwischen passiert ja irgendwie nichts, ne? Und A auch, wird auch, bleibt auch logischerweise dx gleich konstant entlang der x Richtung. So, so weit, so eigentlich nichts Neues. Ne? Da haben wir gar nichts anderes gemacht. Jetzt kann natürlich so ein Feldverlauf hier schon verwirren, aber es ist eigentlich auch nichts anderes als ein geschichtetes Medium. Ne? Da sind natürlich die funktionalen Abhängigkeiten andere. Ne? Bei einem geschichteten Medium hatten wir das auch. Da das D ist das gleiche wie da. Ne? Das sind halt zwei unterschiedliche Schichten, aber die umschlossende Ladung ist immer noch die gleiche. Also bleibt auch die Normalkomponente, um nichts anderes geht es hier, der Verschiebungsflussdichte die gleiche. Das galt beim geschichteten Medium. Hier haben wir jetzt ein, ich sag mal, infinitesimal geschichtetes Medium. Also von jeder x-Komponente zur nächsten ist halt eine andere Schicht. So, aber weiter ist nichts passiert. Ne? So. Nur das, was sich jetzt natürlich ändert, ist, wir kriegen jetzt ein ex von x und das ist gleich dx durch epsilon 0 mal epsilon r gleich dx durch epsilon 0 mal epsilon r1 mal 1 plus Alpha mal x durch d. Oder wir können es auch gleich mit dem q hinschreiben. Gleich q durch a mal epsilon 0 epsilon r1 mal 1 plus Alpha x durch d. So, gefällt das soweit? Ich denke schon, ne? Okay, wenn wir die Kapazität brauchen, müssen wir jetzt was tun? Weil wir nehmen ja, das ist immer der Weg, ne? Wir nehmen immer irgendein Q an, das haben wir jetzt hier gemacht. Jetzt brauchen wir die Spannung, ne? U ist gleich Integral von 0 bis d, ex von x dx. Das einzig Doofe hier ist jetzt, naja, doof auch nicht, ne, aber dass das Ganze hier jetzt x-abhängig ist. Also gleich q durch a mal epsilon 0 mal epsilon r1 mal, habe ich noch irgendwas vergessen, was vor das Integral machen kann? Nein, 0 bis d, 1 durch 1 plus Alpha x durch d, dx. Bitte? Jo, davon die Stammfunktion. Also was gibt denn, wenn man es ableitet, 1 durch x? Das ist der Logarithmus, ne? So, also gleich q durch a mal epsilon 0 mal epsilon r1 mal, ich lasse, brauche noch ein paar Vorzeichen, also ich muss noch ein paar Faktoren da gleich richtig ziehen, 1 plus Alpha x durch d, das Ganze von 0 bis d. Jetzt muss ich nur gucken, dass die innere Ableitung stimmt. Das heißt, ich müsste hier jetzt noch irgendwie ein d durch Alpha davor schreiben, damit das wieder passt. Genau. So, setze ich 0 und d ein. Setze ich hier 0 ein, kriege ich ln von 1. Deswegen habe ich diese Funktion so gewählt, ne? Und ln von 1 ist 0, ne? Untere Grenze ist, stört mich also nicht. Obere Grenze liefert hier gerade
das D geht weg, das Alpha. Also kriege ich hier raus Q durch A mal Epsilon 0 mal Epsilon R1 mal D durch Alpha mal Ln 1 plus Alpha. Ne? Die Kapazität fehlt. In der Musterlösung, aber ich kriege sie ja schnell hin. C ist ja gleich Q durch U. Jetzt muss ich hier alles umdrehen. Also A mal Epsilon 0 mal Epsilon R1 mal Alpha durch D mal Ln 1 plus Alpha. Zufrieden? Ne, das ist es. Aufgabe 4.5. Ein Kondensator läuft leer. So, wir haben diese Situation. Also das ist jetzt, naja, es ist ein ölgefüllter Kondensator. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel da spekulieren, was denn die wirklich praktische Anwendung dafür sein kann. Vielleicht einfach nur ein Isolator oder so, also ein Kondensator, in so einem, also irgendwie zwei Platten in einem Isolationsöl, meinetwegen auch zur Messung von irgendwie dem Stand oder sowas. Naja, also die haben das ölgefüllte Gefäß, das ist ein Epsilon R0, R-Öl, Entschuldigung, von 1,5. Und eine Kapazität C hat das Ganze dann insgesamt. Er liegt an einer Spannung von 280 kV. Das ist eine Menge. Und hat einen Abstand von 10 cm, eine Fläche von 400 Quadratzentimeter. Randeffekte können vernachlässigt werden. So, jetzt läuft das Isolationsöl aus, weil ein Loch irgendwie im Boden ist. Und die Frage ist, bei welchem Ölstand X1 kommt es zum Durchschlag? Denn wir haben maximal zulässige Feldstärken oder Durchschlagfeldstärken. Und ich muss erstmal die Zahlen jetzt aufschreiben. Also Epsilon R Öl gleich 1,5. U0 gleich 280 kV. D gleich 10 cm. A gleich 400 Quadratzentimeter. So, ja, was brauchen wir? Achso, wir brauchen noch die E-Maxis, ne? E-Max Luft hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Gleich, das ist der Index ja länger als alles andere, ne? 30 kV pro Zentimeter und E-Max Öl gleich 150 Kilovolt pro Zentimeter. Jetzt sehen Sie auch sofort, warum man dieses Öl nimmt, ne? Weil nämlich die Durchschlagfeldstärke da deutlich größer ist als anderswo. Jo, so, wie gehen wir daran? Das Beste ist wahrscheinlich, sich das Ganze mal, wenn es denn leer läuft hier und da das Öl, der Ölstand hier dazwischen geht, erst dann wird es ja überhaupt interessant, ne? Also solange das Öl noch über der oberen Platte ist, ist ja dazwischen noch vollständig Öl und da kann ja auch nichts passieren. Das Ganze wird ja erst spannend, wenn Sie hier jetzt eine Schicht Luft kriegen und eine Schicht Öl haben. So, und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Nix. Passt so. Und ach so, ja, und dann haben wir eben geschichteten Kondensator, nicht? Dann haben wir nämlich einen, der bis dahin meinetwegen voll Öl ist und darüber Luft. Und dann können wir das Ganze über die Kapazitäten berechnen. Und das ist erstmal relativ einfach. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was wir denn eigentlich für Verhältnisse haben. Wir haben zunächst mal C Luft. So, die Herausforderung ist jetzt ein bisschen mit den Koordinaten richtig umzugehen. Ist nämlich gleich Epsilon 0 mal A durch, ja, der Abstand ist eigentlich D, aber wir haben die Koordinate laufen 2d minus x
Genau, so müsste es sein. Gucken wir uns an, ob es auch funktioniert. Ist x gleich 2d, also der Ölstand ist hier bis zur zweiten Platte. Ist c Luft gleich 0, weil halt auch keine Luft vorhanden, ne? Ist x gleich d, also hier an der Stelle, dann haben wir den vollen Plattenkondensator voller Luft. Und das sehen wir daran, dass dann eben hier Epsilon 0 mal A durch D steht, was ja die Formel für den Plattenkondensator ist. Ne? So, dazwischen läuft es linear, also der Abstand linear, jedenfalls linear. So, andersrum haben wir C Öl. C Öl ist Epsilon 0 mal Epsilon 0 mal Epsilon R Öl mal A, das hatten wir auch schon. Jetzt müssen wir uns nur angucken, wie ist denn das eigentlich mit der Koordinate hier oder wie groß ist diese Platte da oder ist diese Schicht hier, gut, das ist gerade x minus die Koordinate d hier, also x minus d ist dann tatsächlich der Plattenabstand. Gut. Ist x gleich 2d, steht hier 2d, ist x gleich d, steht da 0, also das ganze Ding ist wirklich leer. Okay, dann können wir uns, um Arbeit zu sparen, noch überlegen, wo, in welchem Medium tritt denn eigentlich der Durchschlag auf? Ist, ne, in der Luft. So, also brauchen wir, oder gucken wir uns an, wie groß ist der Spannungsabfall in der Luft? Naja, ich mache mal so eine kleine Nebenzeichnung hier. Das ist hier Cl, das ist Cö als Abkürzung. Das ist U0, da haben wir Masse und hier haben wir U-Luft, ne? So, also es ist ein kapazitiver Spannungsteiler. Der kapazitive Spannungsteiler funktioniert bekanntermaßen so, dass der oben steht, über den es nicht abfällt. Also genau das. So, mal angenommen, wir haben das jetzt. Ich setze jetzt noch nicht alle Formeln ein. Das könnte ich jetzt tun, habe ich aber noch nicht vor. Angenommen, wir haben das, dann können wir ausrechnen, wie groß die Feldstärke in der Luft ist. Und das ist eigentlich nichts weiter als U durch D, ne? Wobei Sie jetzt für das U U-Luft einsetzen müssen und für die D, für den Plattenabstand oder für die Schichtdicke hier, das einsetzen, was aus den Koordinaten auch folgt. So. Ja, und jetzt können wir es alles zusammenbauen. jo, gut. Was haben wir alles? Dann haben wir... Na, machen wir gleich mit E-Luft weiter. E-Luft gleich 1 durch 2d minus x. Mal C-Öl. Ich kann, glaube ich, die Epsilon 0 mal A's alle wegmachen. Die stehen nämlich oben und unten. Dann können wir hier bleiben bei Epsilon R Öl durch x minus d durch Epsilon R Öl durch x minus d mal Epsilon 0 oder 1 durch 2d minus x. Das können wir, also das ist übrigens ein Plus, können wir ein bisschen vereinfachen. Ich mache es mal in zwei Schritten, sonst heißt es hinterher wieder, das war zu schnell. Und das U0 habe ich natürlich auch vergessen hier. U0 durch x minus d durch Öl durch x minus d mal 2d minus x plus 1. Und dann machen wir das auch noch weg. U0 mal Epsilon R durch
bisschen R-Öl natürlich. Das mit dem Schreiben ist immer am schwierigsten, ne? Epsilon R-Öl mal 2D minus X plus X minus D. Das sortieren wir noch ein bisschen um, damit wir die Xen hier sauber einzeln stehen haben. Also U0, weil das wollen wir hinterher haben. Mal R-Öl durch D mal 2 Epsilon R-Öl minus 1 plus X mal 1 minus Epsilon R-Öl. Okay, das darf aber maximal E Max Luft werden, denn sonst knallt's. Ist ein bisschen blöde Rechnerei. Jedenfalls folgt daraus U0 mal Epsilon R Öl ist gleich. Ich kürze das jetzt mal einfach mal ab mit E Max, ne? E Max mal D mal 2 Epsilon R Öl minus 1 plus X mal 1 minus Epsilon R Öl. Tut mir richtig weh, dass ich die Tafel jetzt so verschmiere. Aber U0 mal Epsilon R Öl durch E Max minus D mal Epsilon R Öl minus 1 mal 1 durch 1 minus Epsilon R Öl ist gleich das gesuchte X1. Das Ergebnis wollte ich jetzt gar nicht zeigen. So, wenn wir das Ganze jetzt einsetzen, die Zahlen, dann müssten wir hier drauf kommen auf x1 gleich 12 cm. Ja, und das wäre also gegeben, heißt also, da zwischen den Platten den Platten befinden sich 2 cm Öl und 8 cm Luft. So. Ist das jetzt verwunderlich oder nicht? Weiß nicht, so ist halt, ne? Zwei zu acht. Guck mal auf irgendwas. Nö, eigentlich nicht. So, um sicher zu gehen, müsste man jetzt eigentlich noch feststellen, ob ob das wirklich in der Luft durchbricht. Also man müsste sich noch die Feldstärke im Öl angucken unter diesen Bedingungen oder ob unter Bedingungen, ob es überhaupt noch schlimmer wird. Aber das können wir abkürzen. Also wir wissen zum einen, dass im Öl die Durchschlagfeldstärke wesentlich größer ist, um den Faktor 5 nämlich größer ist. Und wir wissen auch, dass das D eigentlich das Konstante überall ist. Und D durch Epsilon ist die Feldstärke. So, wenn D jetzt aber konstant ist, und Epsilon im Öl größer, dann ist auch die Feldstärke im Öl etwas kleiner. So, das heißt also, wenn es im Luft batscht und Öl mehr ab kann als Luft, dann kann das im Öl gar nicht passieren, ne?
haben sie völlig richtig vermutet natürlich. Ne? Also deswegen hat man es ja auch, das Öl. So, also kracht es da in der Luft über diese 8 cm Strecke da. Gut, so, das könnte in diesem Fall, wenn das jetzt auch noch ein brennbares Öl ist oder so, natürlich zu Problemen führen. Die Energie wird aber begrenzt, denn beim Durchschlag wird die Netzsicherung ausgelöst, der Kondensator somit von der Spannungsquelle getrennt. Nach Löschen des Überschlags verbleibt eine Restladung Q-Rest von 50 Mikroampere Sekunden oder 5 mal 10 hoch minus 7, falsch, 500 Nanoampere Sekunden, also 5 mal 10 hoch minus 7 Ampere Sekunden im Kondensator. Welche Energie, Delta W, ist in der Entladung freigesetzt worden? Die Energiezufuhr aus der Spannungsquelle und der Ölverlust während des Durchschlags sind vernachlässigbar. So, was haben wir? B, die Restladung Q-Rest waren 5 mal 10 hoch minus 7 Ampere Sekunden. So, was brauchen wir oder was wollen wir betrachten zu dem Thema? Na, erstmal brauchen wir kurz vor der Entladung, ne? Da können wir wieder genau dieses Bild hier verwenden da und können ausrechnen, wie eigentlich die Spannungsverhältnisse waren und wie die Kapazitätsverhältnisse waren. Wir müssen nur einsetzen. Wir kennen jetzt ja das X. X1 ist bekannt. Der Taschenrechner liefert uns jetzt die Ergebnisse, indem wir einfach angeben können, C Luft ist gleich, ich schreibe es nochmal eben kurz auf, Epsilon 0 mal A durch 2D minus X1 in diesem Fall sind 4,427 Picofarad. C Öl sind ähnlich, aber mit Epsilon, nee, ich schreibe es nochmal richtig hin. Epsilon 0 mal Epsilon R Öl mal A durch X minus D sind dann 26,56 Picofarad. Ist ja auch wesentlich dünner, ne? Was rauskommt über den Spannungsteiler, U-Luft sind 240 Kilovolt und U-Öl sind 40 Kilovolt. Zum einen ist natürlich die Feldstärke geringer, zum anderen ist auch die Strecke wesentlich kürzer. Deswegen ist der Spannungsabfall auch so unterschiedlich. Ne? So, und dann können wir ausrechnen, was die Energie ist. W-Luft ist 1/2 C Luft mal U Luft zum Quadrat. Das hätten wir auch schöner schreiben können. So, die Werte eingesetzt. Dann kommen wir auf 0,1275 Joule. Und W Öl ist 1/2 C Öl mal U Öl zum Quadrat. Da ist wesentlich weniger Energie drin, 0,02125 Joule. Die Summe gibt dann 0,1487 Joule. So, ist das viel oder wenig? Ja? Gerade zu der A-Nummer zum Schluss von der linken Tafel, zum A-Punkt von der rechten, fällt da bei D mal ERÖ mit noch 2. Jo. Dankeschön. Die fällt natürlich nicht weg, die 2. So, und jetzt? Ja, viel oder wenig?
Bitte? Na, ich versuche mal immer, das so in Tafel Schokoladen auszudrücken oder so, ne? Also Energie kann man ja auch mal machen. Bitte? Also klingt echt nicht viel, ne? Also was ist hier so ein oder nehmen wir mal die Twix, Kilokalorien Twix, was sagt das Internet dazu? Also ein Twix, 100 Gramm, ne, 100 Gramm Twix sind das ja nicht, ne? Sondern das sind ja 45, sind das 40? Hm? Also gut, das lässt sich einfach rechnen. Sind 250 Kalorien. Sind das jetzt Kilokalorien oder Kalorien? Oh, das bringt einen immer aus durcheinander, ne? Bitte? Ja, ja, eben. Und hier steht jetzt gerade nur Kalorien. So, also für 100 Gramm sind es 500 Kilokalorien. Muss nur richtig nachgucken. Macht also 250 Kilokalorien für einen Twix. Ein Twix gleich 250 Kilokalorien und das entspricht, weiß das noch einer? Hä? 1,8 Meile. Ja, mal 4, und irgendwas, ne? Mal, ich glaube, 4,9, ne? So, macht irgendwie was bei 1200 Kilojoule. So, also, das ist wenig. Also, es ist lange kein Twix. Was da an Energie drin steckt, ne? Also, chemische Energie ist schon immens. Also, das ist einfach, das ist ja das Problem bei der Elektromobilität auch gerade, ne? Also, die chemische Energie, die in so einem Liter Diesel drin ist, ne? Die musste erstmal eine Batterie reinkriegen. Also was heißt Problem? Also deswegen ist das ja so toll damit. So. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich noch die Energie, die nach dem Löschen des Funkens da drin steckt. Wie kriegen wir die? Vorschlag? Naja, Q-Rest ist bekannt, ne? Q-Rest ist bekannt und wir können ausrechnen C-Gesamt beispielsweise. Das war eine Reihenschaltung, also C-Luft mal C-Öl durch C-Luft mal, Quatsch, plus C-Öl, wird jetzt, der Taschenrechner liefert uns dann 3,795 Picofarad. Und wenn Sie das ausrechnen, dann ist das W-Gesamt Strich gleich Q-Quadrat oder ein halb Q-Quadrat durch C, ein halb Q-Restquadrat durch C Gesamt und das sind 0,0329 Joule. So, W-Entladung. Sind also gleich W Gesamt minus W Gesamtstrich und das sind 0,1158 Joule. So, ist das jetzt viel oder wenig?
Nehmen wir mal an, so ein Funken hat eine Sekunde. Quatsch. Eine Mikrosekunde. Und dann kommen wir hier auf circa 100 Kilowatt in dem Funken. So, Aufgabenteil C. Der Kondensator bleibt von der Spannungsquelle getrennt. Welche Spannung U leer liegt dann am Kondensator, nachdem alles Öl abgelaufen ist? Bitte? Entladung, ja. W für die Entladung. Ja, Vorschläge. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Genau. Genau. Ja. C leer. Ist jetzt einfach nur Epsilon 0 mal A durch D. Die Zahlenwerte habe ich hier. Das sind 3,542 Picofarad. Und muss auch schon husten. Und U leer sind dann gleich Q ist dann gleich Q leer durch C leer. Das sind hier ungefähr das sind 141 Kilovolt. Also ich möchte immer noch nicht anfassen. Ja, also der Kondensator bleibt von der Spannungsquelle getrennt. Keine Ladung drauf, keine runter. Also dieselbe, die wir eben auch hatten, also Q-Rest. Okay. Ne? So, um welchen Betrag W leer ändert sich die Feldstärke, die Feldenergie des Kondensators im Zeitraum unmittelbar nach dem Durchschlag bis zum vollständigen Ölauslauf? Wie lässt sich die Änderung erklären? Also wir haben jetzt ja das W leer, können wir noch ausrechnen. Das ist D. Das ist gleich 1,5 Q leer Quadrat durch C leer. Und das sind 0,03529 Joule. Das ist ein bisschen mehr als das da, ne? Also den Betrag schreibe ich jetzt nicht hin. Das mit dem vergleichen, dann ist das hier größer. So, was ist passiert? Ja, beim Auslaufen wurde Bewegungsarbeit verrichtet, ne? Also ist ja was passiert. Da ist ja was wirklich weggelaufen, ne? Und ein Teil davon ist da reingegangen.